hier spricht man ein bisschen Sächsisch. Wir sind ja schon am Rand von Sachsen. Und da sagt man, Uda, Zaumseil. Ich wohne auf dem Dorf, das heißt Mela. Das ist 12 Kilometer von Greiz entfernt, wo ich geboren bin. Ja, habe mich also immer in diesem kleinen Gebiet nur bewegt. Das ist aber Zufall. Ich wollte eigentlich eher weit weg. Also meine Haupttechnik ist Holzschnitt oder Hochdruck. Also ich drucke auf MDF, auf Linoleum, auf Holz. Das habe ich schon immer gern gemacht. In der Schule hat das angefangen. Mir hat einfach diese Technik so gut gefallen. Man kann in dieser Technik eigentlich alles machen. Es setzt voraus eine große Entschiedenheit, was man macht. Das Schneiden, man muss es richtig durchdenken. Was man wegschneidet, ist fort. Man kann also nicht reparieren. Das hat mir schon immer gut gefallen. Und es hat eine gewisse Abstraktion. Also das wird mein neuester Druck. Habe ich hier die zwei Fotos. Das ist ein optisches Phänomen mit Licht. Das wären plus 3 Farben, also völlig simpel. Sonst habe ich ja bei den ganz farbigen Sachen, das wären ja bis zu 40, 45 Farben. Insofern ist das hier ganz schnell gemacht. Ja, in der DDR konnte man ja nicht einfach umziehen. Man hat dort gewohnt, wo man gearbeitet hat. Das ging also nicht jetzt, ich ziehe nach Berlin, das ging gar nicht. Man hat da keine Wohnung gekriegt. Und zur Wendezeit habe ich ein Kind gekriegt. Also wo die Welt offen war, war ich ganz eng gebunden. Und deswegen bin ich hier geblieben. Und wir sind dann aufs Dorf gezogen, ich mit meinem Mann, mir hier die kleine Schule gekauft haben und schöne große Arbeitsräume haben. Ich schneide jetzt weg, was weiß bleibt. Diese Sachen. Na, die schneide ich alle weg. Und dann wird das gedruckt in so einem Hellgrau oder sowas. Und dann schneide ich als nächstes weg, was dann hellgrau bleibt. Und dann werde ich entscheiden, ob ich noch einen grauen Zwischenton brauche oder ob ich dann gleich mit der Endschwarzfarbe raufgehe. Also das Spannende ist ja das Drucken. Also ich weiß ja mittlerweile, wie es wird, aber es ist trotzdem immer wieder eine Überraschung da. Das ist auch das Schöne an der ganzen Geschichte. Also ich habe nicht studiert in der DDR. In der DDR war es ja so, dass, glaube ich, 5 Kunsthochschulen gab. Die haben so 6 bis 8 Leute aufgenommen als Studenten. Die hatten praktisch die Künstler, es waren ja Staatskünstler, kann man schon so sagen, die haben ihre Aufträge gekriegt und mehr hat das Land nicht ausgebildet, weil sie auch nicht mehr ernährt haben. Ne? Ja, und nach der Wende habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit. Jetzt mache ich Kunst und lebe davon. Und ich mache keine Auflage, weil ich das finde ich einfach langweilig. Ne? Bei einer Auflage ist ja jedes Blatt wie das andere. Und also deswegen mache ich den Hochdruck nicht. Klingt paradox, weil das ist ja eigentlich entwickelt worden, also zur Vervielfältigung des Ganzen. Aber dafür gibt es ja heute ganz andere Sachen. Das ist dann egal, ob es ein Druck ist oder nicht. Es geht um das tollste Bild. Und das kriege ich bloß so mit dieser aufwendigen Technik. Gut, drucke ich mal. Viele drucken ja mit einer Presse. Sarah Wagenknecht. Na, super. Die Technik nennt sich verlorener Schnitt. Es wird von einer Platte gedruckt, alle Farben. Man fängt mit der hellsten Farbe an. Also zuerst wird alles rausgeschnitten, was weiß bleibt. Hier. Sieht man hier ganz gut. Dann wird die nächsthelle Farbe gedruckt, das ist diese gewesen. Dann wird das wieder rausgeschnitten, hier hinten ein bisschen. Dann habe ich das gedruckt, dann wieder weggeschnitten und am Schluss das Schwarz. Und die Platte bleibt dann so übrig. Also das dörfliche Umfeld habe ich jetzt schon genug bearbeitet.
Und mein Sohn studiert in Berlin, in Weißensee. Der wird auch Künstler. Ja, und das sind also meine Motive im Moment in der Großstadt. Und sehe immer mal was Tolles, Neues, wie das Plakat, was ich jetzt gemacht habe. Wir sind von einer Ausstellung gekommen und dann liefen die da rum. Da bin ich dann hinterher mit dem Fotoapparat und habe gesagt, oh ja, sie haben das nicht gesehen. Das ist ganz toll gewesen. Ich bin ja gespannt, ob sich jemand erkennt auf dem Plakat. Das würde mir gefallen.